Jo, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongus Jakob von Frakta und ich bin mitten in so einer irgendwie richtig großen Session übelst am Abzocken. Und jetzt bin ich natürlich auch mal wieder in HeroCon, weil auch hier soll es ja weitergehen. Und ich bin jetzt eigentlich schon vom Level so weit, dass ich nach ach, was auch immer gehen könnte, aber ich habe ja so viele Quests hier noch angenommen und ich bin ein zuverlässiger Zwerg und deshalb möchte ich die auch alle erst noch irgendwie wegspielen und dann mache ich mich auf. Ja, es eilt ja nicht. Muss man sich nicht hetze. Bin ja kein Bauerspieler, kein Pro-Gamer. So, außerdem finde ich sie hübsch. Oh, was für eine schöne Stelle. So. Ja, auch ein Zwerg darf Blumen mögen. Nicht nur Kristalle und Erze. Oh, ich glaube, ich gerade eben verlaufe ich mich. So, wieder zurück. Ja, ich habe gerade ein bisschen noch rumgezackert mit der Installation von verschiedenen die Evil 2 Mods. Bei einigen von den TWC Mods, da werde ich aus der Installation nicht klar, da mods die schon rum, weil ich keine englische Version hätte, sondern eine deutsche. Und manche wollen sich irgendwie in mein Medieval 2 reininstallieren statt ins Mods-Ordner und dann, oh nee, das tue ich mir nicht an. Da kill ich mir die ganze Installation mit und dann habe ich festgestellt, dass einige von den SZ-Mods irgendwie in verschiedensten Versionen erhältlich sind, in den verschiedensten Stellen, einige in dem Download-Bereich, dem, das ist alles so ein bisschen durcheinander. Da lobe ich mir unseren Frakta-Server, Download-Gedöns. Da ist genau das verfügbar und aktuell immer. Und da wird man nicht durcheinander. Ja, jedenfalls heißt das, dass ich jetzt einige jetzt irgendwie neu anfangen muss. Und das habe ich überhaupt keinen Bock drauf irgendwie. Ja, das werde ich alles heute Nacht noch irgendwie so ein bisschen angehen. Mal gucken. So. Wie kaputt machen? Oh, ja, okay, das ist natürlich auch eine interessante Art und Weise, eine Kiste aufzunehmen. Stimmt, so in Splittern lässt sie sich ja viel leichter in den Rucksack stecken. Ich weiß nicht, ob das so Sinn. Das so gewünscht war. Na, egal. Also das Spiel ist einfach schön gezeichnet. Ich glaube, deshalb mag ich einfach 2D-Spiele, weil das veraltet nicht. Ist mir jetzt vorhin wieder aufgefallen, da habe ich Adventure aus den späten 90ern zum Laufen gebracht mit viel Geholter und Gepolter. Das sieht immer noch super aus, weil es einfach 2D ist und einfach schön gezeichnet. Und wenn ich mir das 3D anschaue, das muss nur 6, 7 Jahre alt sein und dann kriegt man schon langsam irgendwie Augenkrätze. So. Kaviar zum Gruße. Gott, erledigt. Na, langsam habe ich ja ordentlich Kohle wieder. Aber hier kriege ich ja nichts. Ich habe mich da ein bisschen umgehorcht, sowohl von der Waffe wie auch von der Rüstung. Ah, Moment. Kann man noch verkaufen. Seid mir gegrüßt. Ja, da. Und das da. Brauche ich nicht. Warte mal, ist das ein Wert? Ist das was Besonderes? Nö. Weg. Aha. Ja, das kann ich ja, das mache ich aber erst, wenn ich ein Balilololo bin. So, brauche ich glaube ich nicht.
Jo, nehmen wir Spinneninnereien, das Seid war doch. gegrüßt. Na, kann ich jetzt verkaufen? Ach, unverkäuflich. Okay. Dann muss das zu irgendeinem Quest gehören. So, nächstes Quest. Was ist das denn? Die Zwölfe zum Gruße. Ist das Die jetzt Zwölfe irgendwas? mit dir. Ja. Ach, jetzt habe ich ja noch eins angenommen. Ah, naja, egal. Ich krieg gerade irgendwie aber keine Anzeige. Ja, das ist schön, aber da habe ich jetzt irgendwie keinen Pfeil auf meiner Minimap. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wohin. Ja, okay, dann machen wir erstmal ein anderes Quest. Aha, da kriege ich jetzt wieder einen Pfeil angezeigt. Gut, gut. Moment, da oben ist, glaube ich, oder? Ist da oben irgendwo eine Brücke? Nö. So, sollte ich mir vielleicht mal kaufen. Das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal, wird mir ja schon ein paar Mal gesagt, ich soll mal irgendwie mir so Dingens kaufen. Kampfstil-Zeugs und sowas. Ja, Braios kann aber nicht gern Wache werden. Ach so, ja. Ach komm. Ich mach, glaube ich, Greifenfurt irgendwie Aufgaben leer, bevor ich noch wegkomme. Ja, ich habe gerade eben jetzt nochmal erst so ein bisschen, damit der Clan nachher nicht wieder anwimmelt, während ich am Zocken bin, ein bisschen versucht, World of Tanks zu spielen, aber es ist nicht spielbar im Moment für mich. Das ist einfach nur total laggig, weil die Server so voll sind. Gut, es ist auch Wochenende, gut, da spielt ja wirklich jeder. Aber die verdienen doch ganz gut, die könnten sich doch echt mal einen gescheite neue Server holen. Das ist doch nicht mehr lustig. War dann so übel, gerade eben, dass ich in einem Gefecht war mit meinem Rheinmetall und stehe vor einem KV-1S und ich schieß und treffe den nicht, weil die Granate sonst so hingeht, weil wahrscheinlich in dem Moment, wo ich geschossen habe, war der Panzer schon gar nicht mehr vor mir. Obwohl, gut, der stand, wie ich geschossen habe. Und dann trifft er mich mit 400. Dann fahre ich zur Seite und plötzlich kriege ich minus 225, weil er mich gerammt hätte, was ich aber gerade angezeigt bekommen habe. Dann habe ich nochmal geschossen, haben wieder nicht getroffen und dann wurde er plötzlich gekillt von einem Teammitglied und da bin ich in die Ecke gefahren und habe einen T21 platzen lassen und dann wurde ich schon gekillt von einem Panzer, der auch irgendwie um die Ecke kam und den ich vorher gar nicht richtig gesehen habe. Und da habe ich beschlossen, Die ich Zwölfe warte mit zum dem Spiel. Gruße. Ich lasse es einfach mal eine Zeit lang gut sein. Vielleicht holen sich irgendwann mal ein Die gescheites Zwölfe mit dir. Surfer oder die Deutsche Telekom.
baut noch bessere DSLR-Token. Naja, ich glaube, Wargaming holt sich vorher einen neuen Server. Aber es ist halt echt witzlos. Also so braucht man nicht zu spielen. Online spielen und dann lag's. Also es ist ja schon schlimm genug bei World of Tanks, dass man mit diesen völlig verblödeten Bots spielen muss. Ah nee, warte mal, das sind ja Menschen. Das sind ja Mitspieler. Ich vergesse das immer. Ich hatte in den 90ern Spiele, da waren die Bots klüger als die Mitspieler in World of Tanks. Pirine zum Gruße. Pirine zum Gruße. Pirine mit dir. So. Ach Gott. Dann gucken wir mal. Auf der anderen Seite, ich habe hier noch rund 1000 Spiele und Mods zu spielen, bevor ich mein Archiv soweit fertig habe. Und dann ist das okay. Dann habe ich ja eine Masse, dann habe ich ja massig Zeit. Bis dahin dürften die neuen Server haben. Das ärgert mich halt, ich spiele halt wirklich gern World of Tanks. Schlage ich mich mit Schweinen herum. Ich bin doch nicht Obelix. Ah, das war's? Nee. Hübsches Sonnenblumenfeld. Mann, ich bin Monty der Schweinetöter. Ja, was soll ich groß sagen, gell? Ich laufe halt rum und töte Schweine. Dabei mag ich Schweine. Bin ziemlich schlau. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, lass mir die Wutz hier mal in Ruhe. Wenn sie nicht im Weg stehen, ignoriere ich sie jetzt mal. Ich mach's wie bei den Wölfen, die ignoriere ich jetzt ja auch zumeist.
Travia zum Gruße. Travia mit dir. Und dann locke ich mal ein Wühlschrat aus dem Spalt. Aber das finde ich schön. Das ist ein wirklich schönes Quest. Vor allem, weil das Quest halt direkt sagt, hier, wenn es irgendwie geht, nicht killen. Ja. Sondern wegloggen, dann macht es auch keinen Schaden. Das finde ich eigentlich schön. Ach man, Wutz, ja, jetzt geht er mal weg. Wenn es wegläuft, ist okay. Dann lauf du mal weg. Ja, der ist aber auch hässlich. Ach so. Ach, der läuft mir jetzt hinterher. Okay, ich hab's verstanden. Kann ich mich noch mit Bogenschützen rumprügeln? Weil ich jetzt nicht mehr genau weiß, ob die jetzt eigentlich auf mich scharf waren oder auf den Wühlschrat. Ja, aber auf jeden Fall haue ich die eh lieber weg als irgendwelche Wutzia oder Wühlschrate. Kommst du? Na? Netrofau. Man weiß ja nie genau, auf welche Ideen so ein Zwerg kommt. Irgendwas Spannendes? Nö. Aber davon ist ein Räuber. Na? Was ist denn jetzt los? Leckt's? Könnte lecken. Ah ja. Okay, dann beende ich hier die Aufnahme. Offensichtlich will Internet heute Abend mit mir nicht die Internetspiele. Keine Ahnung. Macht's mal gut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.